Willkommen zu FN24 Audi-Karriere. Wir sind bereits in Aserbaidschan Baku angekommen und ich freue mich extrem, denn das heutige Wetter wird auf jeden Fall für ziemlichen Wirbel sorgen, da bin ich mir fast sicher. Abonniert also gern kostenlos den Channel und falls ihr neu seid, würde ich mich auch gerne mit euch hier oben freuen und auch gern schaut auf Insta und auf TikTok vorbei. Hier haben wir die Strecke 6003 Meter, ist eine Runde lang, 20 Kurven und 2 DRS-Zonen. Natürlich Aushängeschild der, ja, Altstadtteil, so, mit der engsten Stelle im Kalender und ja, eigentlich wirklich eine perfekte Strecke, einer meiner Top 5 der Lieblingsstrecken im Kalender. Jetzt geht's auch mal los, wir gehen Richtung Turn 1 hier und unsere erste Runde hat uns auf P15 gebracht, was natürlich jetzt nicht gerade optimal ist. Jetzt hier also der erste Sektor ist quasi nur Linkskurven, also nur rechte Winkelkurven, weil wir haben ja auch eine Rechtskurve dann vorne. Aber es sind drei links und eine rechts und dann war es das eigentlich schon mit dem ersten Sektor. Und die sind dann alle wirklich 90 Grad hier, zack, und die letzte Kurve ist hier ebenfalls eine rechte Kurve. Jetzt also hier zu meiner absoluten Hassstelle und vor allem auch, ich weiß nicht genau, wie man die Kurve richtig fährt. In den Jahren habe ich sie mir so angewöhnt, aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Für alle Pessimisten, wir fahren TSC Mittel, Selbstschalten, Selbstbremsen und natürlich KI-Stufe 99. Jetzt geht es also hier weiter. Da hatten wir einen kurzen Cut drinnen, weil ich hier den Leclerc gemacht habe. Wir haben 5 Zehntel im Delta, ja, ein bisschen Zeit verloren. Aber vielleicht bringt uns der Schwung hier. Nein, da liegen jetzt auf jeden Fall 2 Zehntel, die wir hier verloren haben. Aber ich habe so ein bisschen hier den Haken eingebaut, der ja Zeit kostete, leider. Zack, hier schneiden wir die Kurve hardcore, aber das war natürlich eher kontraproduktiv. Denn durch den Teacher gegen den Mauer haben wir da mehr Zeit verloren, als wir gewonnen haben. Raus hier, die letzte richtige Kurve und wir sind nur noch auf 3,5 Zehntel. Die letzten beiden Kurven hier müssen sitzen und die sitzen tatsächlich. Da geht es wieder runter mit der Zeit oder rauf mit dem Delta. Das bedeutet, wir haben hier fast eine halbe Sekunde. Ich glaube, bis zur Ziellinie wird sogar eine halbe Sekunde. Nein, reicht nicht ganz. Aber wir haben es tatsächlich geschafft hier und wir werden Wachsen mal gucken sehen. In der Startstelle. Es ist eine der schwierigsten Kurven im ganzen Jahr. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und Pierre Gasly steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Albon, Hamilton, Perez, Ocon, Russell, Norris, Fernando Alonso, Sainz, Daruvala, Tsunoda, der Professor, Joe, Stroll, Bottas, Sargent, Ricardo, Oscar Piastri, Theo Pourchaire und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir also nun im Starting Grid und es hat für einen sensationellen Platz gereicht. Da bin ich ziemlich stolz drauf. Es werden 18 Runden sein, doch zwei Fünftel des Rennens wird es Regen geben. Das bedeutet dann, er ist doch nur P14 geworden. Das wundert mich ehrlich gesagt doch ein bisschen. Ich habe mit den Top 10 gerechnet. Das ist trotzdem noch ein guter Startplatz. Ich meine, wenn ich nehme, wo wir die letzten Rennen gestartet sind, gestern vor allem, schaut gerne oben rechts in der Playlist vorbei. Da oder auch am Ende des Videos ist es dran. Ja, jetzt aber mal hier mit dem gelben Reifen, wenn es regnen sollte, dass wir vielleicht länger draußen bleiben können. Lights out und let's go! Aserbaidschan Baku, wir kommen gut weg, ähnlich gut wie Yuki, der natürlich mit dem roten Reifen einen minimalen Vorteil hat. Richtung Turn 1 quetschen wir uns jetzt hier gegen Carlos Sainz, das war nicht so sauber, als ich mir das Ganze gewünscht hätte. Da gibt es zu Recht die Verwarnung mit der Berührung. Jetzt stecken wir mal zurück, weil ich weiß, nicht nochmal diese Sache wie in der ersten Kurve. Es ist natürlich eng Baku, aber das war dann doch schon ein bisschen hart gegen Carlos Sainz. Aber jetzt heißt es natürlich Fokus hier. Wir müssen so ein bisschen nach vorne kommen. Alonso und Norris nur 10 und 9 und wir können hier die Gunst der Stunde nutzen. Divebomben hier quasi so ein bisschen Daruvala, aber mit einem sanften Divebomber, würde ich fast sagen. Und hier lasse ich ihn auch genug Platz zum Atmen. Wir übernehmen hier P11. Und das sind schon plus 3 Plätze, die wir hier noch vorgegangen sind. In der Startphase, gerade auch die Runde 1. Vielleicht können wir hier gleich noch einmal gegen... Nein, das reicht nicht gegen Lando Norris hier. Da müssen wir noch einmal zurückstecken. Und die engste Kurve, vielleicht haben wir Glück und Leclerc macht einen Fehler, der erneut vorne mit dem Aston Martin wegfährt. Also das ist ein riesen...
Ja, Wow-Effekt für mich, muss ich fast sagen. Also dass Lando da vorne, dass Leclerc da vorne mit seinem eher mittelmäßigen Auto, die ja diese Season da vorne wegfahren kann. Ich weiß generell, sind die erstens ein bisschen stark im Game gemacht, falls ihr wisst, was ich da meine. Jetzt aber mal zu Replay des Starts und ich bin aus der ersten Startreihe. Das sieht so falsch aus, Leute. Das ist wirklich so falsch. Jetzt noch einmal hier wieder das rote Auto. Ich weiß nicht genau, wo ich mich positionieren soll. Ich war ja an und für sich eh vor ihm beim Anbremsen, aber ich habe halt dann so ein bisschen spät eingelenkt. Also es war jetzt unabsichtlich tatsächlich. Also ich wollte ihn da jetzt nicht irgendwie weiter rausdrücken oder so, aber ich dachte mir so, wenn ich zu früh einlenke, die ich vielleicht an die Mauer verlieren, Flügel oder so und denke mir so, ja, wir waren eh nur zu zweit, aber das war dann doch sehr hart. Lando Norris sind wir mittlerweile vorbei an der Gegengeraden, an der Start- und Zielgeraden. Konnten wir ihn bei Turn 1 überholen. Jetzt heißt es aber allerdings, den einen Punkt hier mal mitnehmen, auf jeden Fall safen, aber auch ja, natürlich mal vorwärts gucken, weil Alonso, wir brauchen das DRS tatsächlich und der mit dem roten Reifen wird dann doch ein bisschen schneller sein. Jetzt ist das DRS auch aktiviert für Norris hinter uns, was bedeutet, wir müssen eigentlich hier in das in diese Zone rein von Alonso, sonst werden wir auf der Geraden vernascht tatsächlich. Also da werden wir komplett zusammengefressen und werden da ja wieder ausgespuckt. Eine Tausendstel trennen uns aktuell mal. Hier probieren wir den gleichen Scheißtrick wie im Qualifying. Das bringt natürlich ein bisschen Zeit. In echt würdest du dir die Vorderradaufhängung komplett abreißen. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir sind kein Simulationsfahrer. Ich meine, ich fahre mit Schaden Standard und auch mit Autoschaden Standard. Also da bleiben wir mal auf realistisch gesehener Basis. Wir sind hier am Ende der dritten Runde und jetzt dürfen wir auch den Heckflügel aufklappen. Reicht es, um gegen Fernando Alonso hier was auszurichten? Wir sind verdammt schnell auf der Geraden. 346 km/h haben jetzt die Außenbahn und gehen tatsächlich an Fernando Alonso vorbei, lassen beide McLaren hinter uns und übernehmen den 9. Platz. Zur Erinnerung, wir sind von P14 gestartet, was das Ganze natürlich umso erstaunlicher macht. Wir sind sehr schnell auf den Geraden. Verlieren ein bisschen Zeit tatsächlich im ersten, aber vor allem im Mittelsektor, aber der letzte, der gehört uns tatsächlich. Also im letzten sind wir die absolut schnellsten, natürlich der Topspeed, aber wenn wir mal kein DRS haben, ist dann auch wieder vorbei. Falls ihr wisst, was ich meine, also da müssen wir echt behutsam umgehen und jetzt wird es vermutlich das erste Mal so sein, aber auch Norris ist draußen, weil der mit Alonso im Fight war. Wir springen also in die fünfte Runde. Mittlerweile ist Alonso schon abgestiegen und die ersten Tropfen kommen vom Himmel. In Baku Regen, das habe ich auch selten erlebt, würde ich sagen. Also ich habe noch kein Rennen gesehen, glaube ich, in dem es hier geregnet hätte. Also wir sind ja fast in Asien beim Kaspischen Meer. Also ich bin mir fast sicher, dass es hier selten regnet. Aber gut, natürlich. Ich meine, überall kann es mal regnen. Vielleicht waren da auch mal ein paar... ja, keine Ahnung, Saudi-Piloten, die da was in die Lüfte gesprüht haben, dass da Wolken entstehen. Aber ja, jetzt mal davon abgesehen. Egal, es kann natürlich passieren, dass es auch hier regnet. Natürlich beim Meer direkt kann immer irgendwas Unvorhersehbares kommen. Wir arbeiten uns langsam hier in Esteban Ocon dran, der zunehmend Probleme bekommt. Aber auch wir rutschen hier beinahe in Leclercs Schicksalskurve rein. Und jetzt kommen wir dann eben die Strecke. Die Bedingungen werden immer härter. Wir sind in der sechsten Runde mittlerweile und fahren so ein bisschen im Windschatten von Esteban Ocon. Können uns Gott sei Dank von Norris absetzen. Wir wären jetzt auf einem guten 9. Platz. Und ich würde echt sagen, diese 2 Punkte haben wir uns sowas wie von verdient. Ja, wir rutschen enorm herum und das ist natürlich noch viel schwieriger mit den Trockenreifen auf diesen rutschigen Bedingungen. Aber vor allem auch mit der TSC. Die ist erbarmungslos. Ich sollte vielleicht beim Differential was machen, aber aktuell scheint es noch so halbwegs gut zu funktionieren. Mir kommt zwar alle paar Kurven so ein bisschen ein Rutscher hin und her, aber die Reifen, die scheint das nicht stark zu jucken. Sechste Runde, ein Drittel ist vorbei und wir saugen uns langsam hier mit der Race-Hilfe dran. Also nicht mal die Rennleitung empfindet das hier als Regenbedingungen, wenn es noch das DRS gibt. Jetzt also hier in die Kurving Sektor, Runde Nummer 7. Norris hat schon auf 2 Sekunden abreißen lassen und Daruvala schon auf über 5 Sekunden. Wir sind jetzt hier angekommen an dieser Kampfgruppe, die sich tatsächlich bis zum 3. Platz vorragt. Also das ist wirklich sehr viel, was hier abgeht. Wir probieren hier eine andere Linie, probieren so ein bisschen Ocon in Bedrängnis zu bringen.
dass der da vielleicht nicht den optimalen Exit bekommt, aber hat das gut gemacht. Natürlich ist es in der engen Kurve auch unmöglich, da irgendwie nebeneinander zu fahren. Aber wir sind nah dran. Jetzt haben wir ihn da so ein bisschen abgeschottet von Russell. Und wir könnten vielleicht mit der DRS-Hilfe, mit einem guten Exit aus Turn 16, wird es vielleicht was sein, um dann gegen Ocon hier was ausrichten zu können. Und hier ist wirklich komplett schwierig. Du bremst hier schon ziemlich spät. Die Kurve geht ein bisschen einen Berg nach unten. Und da rutscht du halt enorm leicht gegen die Mauer. Der Quersteher war jetzt nicht optimal. Aber es hat auch nicht gereicht gegen Esteban Ocon. Theo Pourchaire ist ausgeschieden. Und das ist natürlich bitter, mein Teamkollege. Warum ist denn der so weit hinten? Ich verstehe es nicht genau. Das sollten genau unsere Bedingungen sein. Wenn wir mal nicht, wenn mal irgendwas ist, sollten wir eigentlich da sein. Und der kutschiert da irgendwie 40 Sekunden hinter dem Letzten herum. Und wir haben immer noch eine gelbe Flagge. Das ist immer noch Theo Pourchaire. Wir sind in der 8. Runde. Und können wir jetzt was gegen Esteban Ocon machen? Jetzt kommt der Late Move hier. Der rechnet absolut gar nicht damit. Und wir übernehmen den 8. Platz mit so einem gewagten, aber späten Manöver. Wir blicken hier in die Replays, mal gucken und da sehen wir, guck dich das mal an, wie mein Auto hier in den schnellen Kurven quer steht. Das ist echt ekelhaft teilweise und da musst du halt wirklich viel Geduld beweisen. Wir sind da ewig hinterher gefahren, konnten uns aber jetzt an Ocon vorbeiarbeiten. Mich wundert es tatsächlich auch, wie lange die Jungs mit den roten Reifen draußen bleiben können. Also guck dich das mal an, der fährt die 8. Runde jetzt mit dem roten Reifen. Und ja, natürlich ist das eventuell in diesen Bedingungen vielleicht sogar der bessere Reifen. Aber hier jetzt erneut der Late Move. Im Regen bremsen natürlich die Jungs ein bisschen früher. Wir gehen so nebeneinander Richtung Turn 2. Wer bremst hier später? Und es reicht tatsächlich für uns. Wir übernehmen jetzt auch mit viel Mut den 7. Platz. Und wie gesagt, das sollten unsere Conditions sein. Wenn es so, sagen wir mal, so ein Wurstelwetter ist, dann müssen wir eigentlich zeigen, wo wir herkommen oder was wir können. Gelbe Flagge gibt's da. Oh nein! Wir bekommen den nächsten Platz hier. Pierre Gasly ist in die Mauer gefahren. Das war ein sehr dummer Move. Und hier blockiert der Reifen und geht sich nicht mehr ganz aus. Der reißt sich den Flügel runter und muss wirklich weit zurück. Das, und da bleibt er mitten auf der Linie stehen, das finde ich auch eine interessante Sache. Hier verbremst er sich beim Einlenken und ja, bekommt dann den Schwung nicht mehr. Das ist natürlich ganz bitter. Weil jetzt ist auch die Nase kaputt und das Rennen quasi vorbei. Rote Flagge gibt's. Okay, so vorbei ist das Rennen dann doch noch nicht für Gasly. Der darf, glaube ich, die Nase wechseln und wir bekommen den Free Pit Stop und Grid Position auf dem 6. Platz. Dürfen wir jetzt auch im Start. Vielleicht ist er trocken. Das wäre natürlich noch viel cooler. Aber nein, Wetterbericht sagt nein. Das ist natürlich nicht so schön. Wir starten in der 11. Runde, müssen dann noch 8 Runden gehen. 7 Runden gehen so. Ja, das wird vermutlich eine Kamikaze-Aktion hier werden. Ich bin kein großer Regenfahrer und vor allem mit TSC-Mittel und vor allem gegen die Konkurrenz wird das ziemlich schwierig, sich da vorne durchsetzen zu können. Aber mal abwarten, vielleicht wird's was. Jetzt springen wir also in den Start hier rein und ja, das ist auch ein Bug, dass da die ganze unten rot ist. Aber erneut, Lights out und let's go im verregneten Baku. Wir kommen ähnlich gut weg wie Lewis Hamilton. Ja, ich wollte hier an die rechte Seite gehen. Muss mich hier jetzt hinter Lewis anordnen. Das war keine Absicht mit Hamilton hier, aber ich wusste halt absolut nicht, dass der dann auch da wieder rüberzieht. Jetzt setzen wir uns hier neben ihn und können, ja, uns da behaupten. Es ist der 5. Platz und Leute, wir sind von P14 gestartet. Das sind minus 9 Plätze. Jetzt kommt aber Lewis hier wieder Richtung dieser engen Bremsstelle. Ich lasse ihnen genug Platz zum Atmen. Und Alex Albon und Perez wären so zum Greifen nah. Aber ich weiß halt ganz genau, dass es jetzt umso schwieriger wird. Wir haben unser Lieblingshilfsmittel nicht mehr, das DRS. Und müssen uns hier wirklich mit eigener Kraft irgendwie durchkämpfen. Das wird unfassbar schwierig werden. Die Quersteher kommen wie, keine Ahnung, es ist echt ekelhaft zu fahren. Und diese Bedingungen sind tatsächlich sehr, sehr schwer. Hier sehen wir das Ganze. Late Move gegen George Russell. Und das war fair. Ich bin mir fast sicher, ihr werdet das auch sagen. Wobei, ja, manche von euch vermutlich nicht. Aber ich bin mir fast sicher. Wir blicken hier noch einmal auf die Start-Replay. Und da auf diesen verdammt guten Start von uns. Da haben wir, der Start an sich war gut. Nur ich habe mich dann entschieden, ich wollte rüber, aber da kreuzen wir uns so ein bisschen mit Lewis Hamilton, der uns da genau vor die Nase fährt.
Und ab diesem Moment, ja, war es klar, dass ich ihn bei Turn 1 nicht angreifen kann. Erst Richtung Turn 2, da hatten wir auch eine gute Exit. Da war so ein bisschen blockiert von den beiden, die da genau neben ihm vor ihm gefahren sind. Also nebeneinander vor ihm. Und wir gehen dann hier rein und können hier auch, oh, da hinten der Kick sauber. Der macht auch volles Risiko, zu dritt in die Kurve rein. Das ist auch eine interessante Sache. Und hier runter Richtung Turn 3 haben wir dann uns auch beweisen können. Hier waren wir im Scheitel vorne und lassen ihm auch genug Platz zum Atmen. Bin sehr stolz auf diesen Manöver, weil das war gewagt. Vierter Platz direkt vor uns. Das wäre jetzt mal was, oder? Das wäre jetzt mal was. Aber wir sind so im Rutschen, strugglen hier. Ich schaffe es kaum, das Auto auf der Strecke zu halten. Die Conditions sind mittlerweile auf, ja sagen wir mal, Trockenbedingungen geworden und jetzt ist es umso schwieriger, das Auto auf der Strecke zu halten. Wir rutschen hier rum, Albon ist schon über 5 Sekunden weg und jetzt geraten wir zunehmend unter Druck, denn Carlos Sainz ist hier dran. Wir sind mittlerweile in der letzten Runde zwar, aber das ist noch ein hartes Stück Arbeit, bis wir dann es tatsächlich geschafft haben. Ist DRS enabled? Ich glaube aber nicht mit dem Intermediate, oder? Hier gehen wir mal rein, müssen aber mal abwarten. 10 Sekunden, Perez. Das tut ein bisschen weh. Ich bin hier mittlerweile zum Lokführer geworden. Ich wusste halt auch, ab dem Moment, wo es trocken wird, wird es noch viel schwieriger. Wir haben mittlerweile im ersten Sektor 1,3 Sekunden auf Albon verloren. Das ist eine Stange. Das ist wirklich eine Hausnummer. Da vorne fährt einfach mal 2 Red Bull, aber an der Spitze ein Aston Martin und auf dem vierten Platz ein Williams. Ich weiß einfach nicht, wie die auf das gecrackte Szenario hier kommen, aber für mich ist das nicht possible, würde ich fast sagen. Also für mich ist das eine sehr interessante Taktik, die da haben. 12. Runde und wir waren hier noch in den Regenbedingungen. Da geht's in diesen Mickey Mouse Sektor rein und hier seht ihr halt auch, wie wir hier rum oder wie ich herumrutsche. Das ist nicht gerade schön. 16. Runde, da hat der Regen schon nachgelassen. Und wir sehen auch schon Carlos Sainz auf dem dritten Platz. Und hier, zack, rutschen wir vollends gegen die Mauer. Ich verstehe halt auch nicht, warum diese Intermediates gerade in diesen nassen Bedingungen so ekelhaft zu fahren sind. Gerade in diesen Trockenbedingungen so ekelhaft zu fahren sind. Jetzt erst noch einmal Daumen drücken, Leute. Denn Carlos Sainz kommt immer näher. Ich habe mir zwar ein bisschen näher jetzt aufgespart, aber ich glaube, das sollte reichen, oder? Ja, es geht sogar die Zeit drauf. Wir beenden hier das Rennen. Tatsächlich auf dem fünften Platz. Charles Leclerc, was für ein Rennen, was für ein Sieg, er gewinnt. Je näher wir dem Ende der diesjährigen Meisterschaft kommen, Sascha, desto mehr sieht man Momente wie diesen, in denen eine Person eine gute Leistung gebracht hat und das ganz offensichtlich auch weiß. Jedes Rennen, das man jetzt gut hinbekommt, bereitet einen darauf vor, die Ziellinie in der Meisterschaft in der bestmöglichen Position zu überqueren. Der Beginn der Saison spielt keine Rolle mehr. Was passiert ist, ist passiert. Es sind Momente wie dieser hier, die wirklich zählen.
Das Team von Aston Martin wird über die heutige Leistung und das Endergebnis sehr froh sein. Sie haben exzellentes fahrerisches Können und Teamarbeit gezeigt und einen hochverdienten ersten Platz erzielt. Auf das Ergebnis können wir tatsächlich mega stolz sein. Fünfter Platz, 9 Plätze gut gemacht. Carlos Sainz hat es uns nachgemacht, von 11 gestartet auf 6. Und ja, Charles Leclerc macht den Start-Ziel-Sieg von 1 auf 1. Wir werden also hier sensationell Fünfter. Und ich bin wirklich stolz drauf. Also ich frage mich auch noch, wo Oscar Piastri gelandet ist, weil der ist ja unser Teamkollege, unser aktueller. 19, das war weit hinten, das war echt weit hinten. Der war auch über weite Teile sehr weit nach hinten abgerutscht worden. Auf dem dritten Platz sind wir nun gegen Perez ein paar Punkte verloren, aber wir konnten uns gegen die Mercedes behaupten. Auf 4 allerdings in der Konstrukteurs, wir haben abgerutscht, 7 Punkte gegen Aston Martin verloren, also sind wir jetzt im Rückstand. Charles Leclerc ist unser Rivale und der holt natürlich enorm auf, überholt uns hier sogar, weil er natürlich das Rennen gewonnen hat, vor allem aber auch natürlich, schnellere Rennrunden gefahren ist. Im Qualifying war es natürlich wieder Dünnschiss. Aber ich würde sagen, an und für sich war es dennoch ein sehr starkes Wochenende. Natürlich muss man da immer abwiegen, weil hätte ich im Qualifying vielleicht ein bisschen eine bessere Grid-Position geholt, wäre das Ganze so nicht so schwierig geworden. Aber ich bin dennoch proud drauf. Jetzt war es das auch mal. Für heute soll es gewesen sein. In der Aerodynamik werden wir den 9. Platz jetzt behaupten können. Morgen und übermorgen geht es dann nach Singapur. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.